Video ist nicht gesponsert von. Vom feinsten Gilofine Strumpfhosen. Ist einfach hier nur sehr gut beleuchtet. So, was ist deine Frage, mein Kollege? Sofort, ganz kurz, es kann sein, dass er mich gleich nochmal anruft, da müsste ich rangehen. Das kann man dann. Ja, das können wir nicht schneiden. Oder auch nicht, ihr wisst, was ich mit seinen Videos mache. Screen Recorder. Ja, Screen Recorder kannst du anmachen. Du musst aber nicht unbedingt. Nee, das war jetzt eine Anspielung auf das Video. Ja, aber kannst du anmachen. Ja, mach ich an. Also die Frage ist. So hat er sich. Also er hat sich nicht geholt, genau wie ich. Er hat es geschenkt bekommen. Genau, Pokémon Go. Ja. Genau, Pokémon Go Plus geschenkt bekommen. Ja. Ist Level 39. Kurz vor 40. Das kann ihm auf jeden Fall nicht schaden. Hier. Schauen, genau, so sieht's aus. Genau, das Band, das ich nie benutze. Kann man natürlich gerne benutzen. Das ist ein schönes Band, kann man sich entweder hier umhängen oder manche machen es halt so. So zwischen die Hand, damit die immer so klicken können. Wort zur Batterie ist drin, hast du gemeint, ne? Batterie ist automatisch immer eine drin. Ich hoffe, weil ich hab jetzt nicht nachgeschaut. Zufälligerweise ist die erste Batterie die, die am längsten immer hält. Hat bei mir 2-3 Monate gehalten. Und normale, die ich immer reinstecke, halten eigentlich einen Monat. Okay. So. Wobei man dazu sagen muss, du spielst auch exzessiv. Soll ich das rausziehen? Oder hast du willst du die Ärger haben? Hältst du es fest? Ja, ja. Oh, ist fester drin als ich dachte. Gut. So. Kein Müll verursachen. Plastik verursacht. Okay. Sehr langsam. Okay, dann mache ich jetzt Screen. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich habe mich vorher nicht erkundigt. Ich mache jetzt Screen Recorder an. Man sieht halt das, dann willst du, dass man das sieht. Wie? Dein Hintergrundbild und so. Ne, sieht man jetzt nicht mehr. Ja, aber du musst ja auch auf Einstellung gehen. Ach so. Umfeld sieht man das ja auch. Das Hintergrundbild, das, ich schäme mich dafür nicht. Okay. Das ist halt ein Urlaubsfoto. Kein Problem. Du musst sicher gehen. Aber so. Nett, dass du fragst. Ja, ja. Läuft. Das ja, sollte aber. Okay. Wenn ich mich hier richtig erinnere. Also ihr geht auf Einstellung. Wenn ich das mache, kannst du ja ein paar Fragen stellen über Ding. Über GoPlus und dann. Kann ich da beantworten, was du. Also eigentlich nur allgemeine Fragen, wie, ja. Wie ich es installiere und. Ja. Und die ganzen Sachen, die du mich jetzt unterwegs so gefragt hast. Ja, mir. Genau. Ja, ob das eben sowohl so. Pokémon fängt als auch Pokéstops dreht. Und dann. Erstmal musst du Bluetooth anmachen, hast du das? Ah, ja, klar. Sorry. Ja, ja, genau. Hier. Ja. Ja, ja. Und dann. Ja, erscheint es auch schon. Und dann ganz wichtig. Und hier verfügbare Geräte. Machen wir erstmal das eins nach dem anderen. Genau. Kopplung. Okay. Wenn, also wenn der Typ jetzt anruft, können wir einfach auf den Home-Button dann. Ja, ja, klar. Dann rufe ich ihn danach zurück. So. Einfach einmal draufdrücken. Oder auch nicht. Also ich hab's. Bei jedem Gerät ist es ein bisschen anders. So. Okay, es hat vibriert. Das müsste jetzt dann eigentlich einfach so. Und Bluetooth muss genau, dann immer einfach an verbunden. Sein? Ja. Okay. So. Einfach direkt verbunden. Das war jetzt einfach. Also es gibt ein paar andere Geräte, da ist es richtig kompliziert. Da muss man in die Einstellung gehen, dies, das. Ich habe es jetzt einfach angemacht, Bluetooth. Und dann hat das direkt gefunden hier. Dein erstes Pokémon. Ach cool. Kannst du draufdrücken. Genau. Schauen wir mal, was war's. Du wirst gar nicht mal, was es ist. Du hörst einfach so wie blöd. Ich muss jetzt einfach, erfahre ich das nur, wenn ich ins Tagebuch schaue oder halt bei zuletzt gefangen oder? Ja genau, oder hier einfach. Da steht dann, hier? Hier kommt dann so eine Nachricht. Ach so. Wurde gefangen. Aha. Oder ist geflohen, genau. So. Es hat vibriert, aber. Ach cool. Irgendwie doch nichts da gewesen. Kann man ins Tagebuch, oder? Also ich habe noch nicht drauf gedrückt. Also vielleicht hat es einfach so vibriert. Natu wurde gefangen. Ja, doch, Natu wurde gefangen. Wurde gefangen. Okay. Sehr schön. Cool. Genau. Und danke schon mal. Ja. Also, jetzt muss ich nichts mehr machen, das ist jetzt eingestellt. Ich muss nur Bluetooth anmachen und kann es dann immer verwenden. Also Bluetooth an und dann musst du hier oben auf, also anmachen. Wenn du das jetzt entkoppelst. Das obere oder untere Symbol? Nein, nein, das untere, das ist ja das Gute, okay. Das ist der Kopf ja, aus. Genau. Also dann ist es aus, dann ist es ja dunkelblau. Dann drückst du drauf und dann steht, und dann musst du auf den drücken. Okay. Während also Bluetooth an Bluetooth, das Symbol und dann den hier klicken. Genau. Und dann verbindet es und dann müsste das vibrieren und dann ist es verbunden. Wenn es so hell leuchtet, ist verbunden, wenn es grau ist. Moment. Ich glaube, ich bin gerade nicht verbunden. Doch, doch. Schade. Also wenn es grau ist, dann ist es halt nicht. Aber das siehst du noch. Mhm. Genau. Danke schon mal an dich. Ja. Danke an der Stelle an Philipp, Henrike, Jakob und Corinna fürs Geschenk. Shoutout an euch. Genau. Und genau, jetzt noch ein paar Fragen. Also es wirft immer genau einen Pokéball, oder? Genau, also, ein Ball, ein Versuch. Okay. Ein Pokéball. Und ich muss dann hier immer schauen, zum Beispiel, es gibt ja Pokémon, wo ich
entweder zum Beispiel Sananabärde benutzen will oder wo ich gleich einen Hyperball verwenden würde. Okay. Der wird anvisiert, genau. Also anvisiert nur erstmal, dann vibriert es. Und dann kannst du entscheiden, ob du draufklicken willst oder nicht. Okay. Und wenn der jetzt, keine Ahnung, sagen wir, das sind drei Pokémon, ein gutes, oder sagen wir zwei nur, ein gutes und ein schlechtes. Das ist unterschiedlich. Und der klickt und der visiert das Starke an. Und kann, wie mache ich dann, dass er das Schwache anvisiert? Dann fängst du erstmal, dann musst du halt erstmal den einfangen, den du den Starken fängst. Okay, dann klicke ich den Starken an, mache zum Beispiel Hyperball, genau. Und den Schwachen kann der mit einem Pokémon. Ja, aber erst nachdem du gefangen hast. Also es kann nicht zwei Pokémon gleichzeitig fangen. Also wenn du gerade beim Fangen bist, ja, dann ist der aus. Ach so, ja. Ich dachte, der kann das gleichzeitig. Nein, du kannst nicht mehrere Pokémon gleichzeitig. Was du kannst ist... Aber während ich kämpfe, oder? Ja, das schon. Wenn er einen bereits anvisiert hat, mhm, und du drauf gedrückt hast, dann kannst du manuell noch den zweiten fangen. Aha. Und dann werden beide gleichzeitig gefangen. Okay. Also genau. Das geht, also er wirft genau einen Pokéball und genau Pokéstops auch vibriert und dann klicke genau, ich irgendwie. Genau. Kann man einstellen, nur Pokéstops oder nur Pokémon oder beides? Wo kann ich das einstellen? Aber ich will beides. Ja, stimmt. Das musst du dir auch noch zeigen. Und Pokémon haben halt Vorgang bei ihm. Also falls wir an einer Stelle zum Beispiel stehen beim Parsing, genau, oder Bordeauxplatz, er fängt erstmal alle Pokémon und dann dreht er alle Stops. Aber man kann halt manuell gleichzeitig die Stops drehen, während er fängt. So, hier Pokémon Go Plus. Und dann kannst du hier einstellen. Moment, wo ist es? Genau, Pokéstops oder nur Pokémon. Oder beides, okay, halt. Alles klar, oder gar nichts sogar. Genau, okay. Zum Anvisieren, genau. Zu den Stops haben wir auch gefragt. Ich überlege gerade, war da noch eine Frage offen? Ich glaube halt nicht, jetzt müsste ich es ein bisschen ausprobieren. Kannst halt entwickeln und fangen, ja, stimmt, und drehen. Ach, stimmt, du kannst genau füttern und fangen und drehen, kämpfen, fangen und drehen. Also während ich entwickle oder kämpfe, also was völlig anderes, genau, mache, kann ich sie mir erklettern. Genau. Das ist eigentlich der Hauptnutzen an dem Ding, oder? Ja. Okay, ja, cool. Was ist das für ein Symbol hier oben? Da wird ja auch zum Beispiel alles angezeigt mit Ding. Sein Pokémon gefangen, ja, um wie viel Uhr und so. Ups, jetzt ist mir doch was, egal. Ja, das kann ich dann rausblenden. Mhm. Ja, kein Problem. Okay, ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage habe. Ich glaube nicht. Jetzt müsste ich es einfach nochmal ein bisschen zu testen, ne? Ausprobieren, ja. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Manche fragen mich immer, lohnt sich Go Plus? Meine Meinung, Go Plus lohnt sich auf jeden Fall. Es kommt halt immer auf den Preis an. Manchmal ist es für 45 Euro verfügbar, dann auf gar keinen Fall. Aber es war auch schon mal für 19,99 verfügbar und da auf jeden Fall dann. Genau. Ich weiß ja nicht, wie viel die gezahlt haben, aber geschenkt im Gaul schaut man nicht ins Maul. So ist es. Genau. Gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen. Wünsche mir dem Kollegen viel Glück für, ja, Level 40. Danke Hong, ja, Level 40, ja, wie viel mehr? Ah, knapp 1,5 Millionen. Das ist ja gar nichts. Nee, nee, sogar weniger. Nee, knapp 1,5. Ich hab, okay, ich hab die 9 zuerst gesehen, ja, stimmt, ja, okay. Da dachte 9. 3 Millionen und 1000 Euro. Und das andere, Neodeonsplatz, das kommt, darüber reden wir jetzt nicht, oder? Das war ja, da hast du ja schon das. Doch, das kommt in einem Video. Genau, aber das Material hast du ja schon, da müssen wir nicht mehr darüber reden oder irgendwas zeigen oder gegebenenfalls, wenn es was zu zeigen gäbe. Wenn du was zeigen willst, hast du den Leuten was zu sagen jetzt? Also von der Reihenfolge her ist es jetzt, also. Es kommt kein in einem Video. Mehr. Nein, es kommt in einem Video. Das, es ist sozusagen, okay, eine Riad-Folge. Mewtwo und Go Plus ist hab's eine kapiert. Folge mit dir. Ja. Ich fühle mich geehrt. Ja. Also der Kollege hat uns anscheinend noch was zu sagen. Genau. Hier, 18.12. Das ist Mewtwo. Ja. Yeah. Mittlerweile Level, ich glaube, 36,5. Okay. Und heute, yeah, oh, es klickert. Ja. Yeah. Und hier, der Kamerad, vorhin gefangen. Ja, wir haben nachgeschaut, leider 10 Angriff nur. Und 82%, das heißt, ich werde, ja, weiterhin den hier Max pushen. Auf jeden Fall. Und genau, aber ich freue mich natürlich über das Mewtwo hier und 6, ja, Bonbons, ey, geil, das, ja, starten wir 120 Kilometer. War echt überraschend, dass wir, also dass überhaupt noch genug Leute gekommen sind. Ja. Das sah echt düster aus. Ich meine, um 2 vor waren wir immer noch zu zweit. Ja, das war krank, ja. Und dann kamen innerhalb von 3 Minuten, ja, eben noch 4 Leute. Und 1-2 Spoofer. Einer. Wir waren 7, 6 Leute, die 8 waren. Aber 8 waren auch. Stimmt, einer ist da wieder geflogen. Einer ist rausgeflogen, ja, ja. Zuerst waren es 8. 2 Spoofer, einer ist rausgeflogen von den Spoofern. Genau. Und keiner von den anderen hat es gefangen, also von den Älteren, würde ich mal sagen, Leuten, die ein bisschen weniger Ahnung haben. Tatsächlich, also ich und ein anderer haben es gefangen, 4 Leute sind leer, genau, ausgegangen. Schon bitter, weil das, glaube ich, das war für alle der erste Mewtwo. Ja. Naja, ja, ich bin sehr froh, jetzt habe ich 2. So ist mein es. Lieblings-Pokémon. Und genau. Danke fürs Vorbeischauen. Auch danke fürs Vorbeischauen an euch. Das war's von uns. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt noch in die Kommentare, ob ihr euch noch ein Go Plus holt oder es habt.
eure Meinung zum GoPlus. Und immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Facebook-Seite ab, Instagram, Facebook. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, gucken wir uns fürs Business.